TV-Tipps am Mittwoch, 25. Oktober 2017. Wolfshaare an den Leichen von mehreren Männern, die jeweils mit einem gezielten Messerstich ermordet wurden, führen das starke Team zunächst in die Irre. Sie vermuten, dass der Mörder mit lebenden Wölfen zu tun hat. In Sputniks neuem Lokal Jung Le Vault wird passenderweise das Fleisch wilder Tiere angeboten. Otto, Florian Martens und die Teamkollegen nehmen die Ermittlungen auf. Fenai hat sich bei Renovierungsarbeiten verletzt. Weil Otto, Maya Marano und die Teamkollegen deshalb zunächst ohne sie ermitteln, kann sie später undercover auf einem Campingplatz recherchieren. Die heutige Show steht ganze unter dem Motto Fis und Friends, die Kandidaten müssen aus Goldforelle, Tintenfisch, Hummer oder Wolfsbarsch ein Gericht auf dem Löffel zaubern, das die Jury überzeugt. Wer kocht Kreatives mit Jakobsmuschel, Taschenkrebs und Seeigel? Und wem gelingt eine schmackhafte Gemüsebeilage aus Algen? Gastjuror ist dieses Mal Hans Neuner, der sich bereits zwei Michelin-Sterne erkocht hat. Die TV-Produzentin Abby, Katharina Heikl, sucht verzweifelt ihren MR Reit. Keine Kompromisse, das ist ihre Devise. Ihr Nachbar Colin, Eric Winter, scheint wie für sie gemacht zu sein. Von ihrem neuen Kollegen Mieke, Gerard Butler, erhält Abby wertvolle Tipps, um Colin zu erobern. Die beiden werden tatsächlich ein Paar, doch als Colin sie auf einer Geschäftsreise überraschend besucht, wird ihr klar, dass perfekt nicht immer perfekt bedeuten muss. Während seiner Rede im spanischen Salam Anca wird der Präsident der Vereinigten Staaten von einem Attentäter angeschossen. Zeitgleich kommen bei einer Bombenexplosion etliche Menschen ums Leben. Mehrere Personen, Dennis Quaid, Forest Whitaker, Sigourney Weaver, haben die dramatischen Geschehnisse aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen, erst nachdem man dieselben 15 Minuten vor und kurz nach dem Anschlag aus der Sicht jeder einzelnen Person gesehen hat, kann man die schreckliche Wahrheit hinter dem Attentat erahnen. Emma, Natalie Portman und Adam, Aston Kutcher, zwei Freunde aus Kindertagen, die plötzlich mehr aneinander finden. Nach Jahren eher flüchtiger Bekanntschaft landet Adam am Ende einer Partynacht in Emmas WG, und mit Emma im B. Eine Beziehung kann sich Emma aber nicht vorstellen, und so beschließen sie, einfach Freunde zu sein und ab und zu miteinander zu schlafen. Doch kann das auf Dauer ohne Gefühle und Verpflichtungen funktionieren?